Sie sind hier, 6. Dezember 2018, 12.50 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Sascha Hildmann freut sich auf seine Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern. Urheberrecht Getty Images. Nur 4 Tage nach Fronzeks Entlassung hat der 1. FC Kaiserslautern in Sascha Hildmann einen Nachfolger gefunden. Für den 46-Jährigen wird ein Traum wahr. Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Sascha Hildmann als Nachfolger seines in der Vorwoche beurlaubten Trainers Michael Fronzek vorgestellt. Der gebürtige Lauterer erhält bei den Roten Teufeln einen Vertrag bis 2020. Am Donnerstag leitete Hildmann erstmals das Training beim FCK. Sein Debüt an der Seitenlinie gibt er am Samstag 3. Liga 1. FC Kaiserslautern, Würzburger Kickers ab 14 Uhr im Live-Ticker, gegen die Würzburger Kickers. Der FCK ist für mich eine echte Herzensangelegenheit, sagte Hildmann bei seiner Vorstellung. Es war immer ein echter Traum von mir, hier als Trainer tätig sein zu dürfen. Ich freue mich auf die vor uns liegenden Aufgaben und die Arbeit mit der Mannschaft. Hildmann mit FCK-Vergangenheit. Hildmann, der Anfang Oktober als Trainer des Ligarivalen SG Sonnenhof Großasbach entlassen worden war, spielte in seiner aktiven Zeit zwischen 1995 und 2005 jahrelang für die zweite Mannschaft des FCK. Das Engagement bei seinem Ex-Club ist für den 46-Jährigen die erst zweite Trainerstation im Profifußball. Ex-Nationalspieler Fronzek war am vergangenen Samstag nach 3 Niederlagen aus den vergangenen 4 Spielen von seinen Aufgaben entbunden worden. Nach 17 Spieltagen steht der zweimalige DFB-Pokalsieger und viermalige deutsche Meister auf dem 12. Platz, 21 Punkte, und hat damit nur noch 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Von Sportinformationsdienst.